Lauterbachs Hitzeschutzplan für den Sommer. Also mit was ficken die alles unseren Kopf? Das kann doch wohl nicht wahr sein. Bei egal welchem Problem immer als erstes auf die Idee kommen, neue Gesetze zu verankern, die die Freiheit der Bürger zunehmend einschränken. Das ist der Plan, glaube ich, so. Da geht es nicht darum, dass man Menschen schützen will. Auch bei Corona schon ging es nicht darum, um Menschen zu schützen. Da geht es einfach darum, zu gucken, wie weit können wir mit den Menschen gehen und diese Grenze immer weiter nach hinten zu schieben. Ab einer gewissen Temperatur einfach sagt, ja, das können wir dann öffentlich per diesem Gesetz einfach dann auch im Ernstfall verbieten. Also keine Eigenverantwortung mehr so. Wir entscheiden für dich, ob du auf eine Veranstaltung gehen darfst oder nicht. Heute sind 35 Grad, heute bleibst du zu Hause, Decker. Und erstickst in deiner Dachwohnung. 6-8, wir sind out of control. Sommernacht heute am Block und wir hassen uns hoch. Ja, ich bete zu Gott und bleib real bis zum Tod. Und das Weed, was ich puff, macht mich wieder zu Stunter. Yo, was geht ab, meine lieben Freunde? Willkommen zu einer weiteren Reaction auf Leon Lovelock Highlights. Liebe geht raus. Ich küss eure Zirbeldrüsen, Thymusdrüsen und eure Herzen natürlich an der Stelle. Vergesst nicht, die Thymusdrüse täglich zu aktivieren mit Klopfen und Summen. Wichtig und richtig, ja? Checkt das Video ab, falls ihr es noch nicht gesehen habt. Was ich hochgeladen habe oder gerne auch das Original bei Kianosch. Grüße gehen raus an den Bruder Kianosch. Mies recherchiert, weiß ich schon ganz genau, wie das läuft. Und zwar gehen wir jetzt in ein neues Video rein. Ziehen uns ein neues Video rein, ja? Das Video heißt Lauterbachs Hitzeschutzplan für den Sommer. Also, es geht, glaube ich, hier schon langsam los jetzt, dass hier Maßnahmen getroffen werden, Lockdown-technische Klimamaßnahmen, wo man wieder Menschen einschränken möchte, weil angeblich gewisse Sachen nicht gut sind und so. Ich bin gespannt, was hier erzählt wird. Lassen uns natürlich nicht lumpen und gehen in den Peter heute auch wieder rein. Peter, it in, man, Alter. Let's go. Ach so, natürlich jetzt schon mal einen Daumen nach oben dalassen. Schönes Kommentärchen schreiben. Ihr wisst doch, wie der Hase läuft. Und natürlich den Kanal auch abonnieren. Und jetzt geht's los. Let's go. Ja, draußen ist es schon ein wunderschönes Wetter. Es ist auch schon angenehm warm. Zwischendurch regnet es mal immer wieder. Aber, ja, die... Das ist gefährlich, Bro. Schönes Wetter, blauer Himmel, Sonne. Bruder, Hitze ist nicht gut. Klimawandel, Bro. Warnungen für Deutschland, die kommen schon direkt an. Und zwar von... Lauterbach kündigt nationalen Hitzeschutzplan für Deutschland an. Bruder, was ist das für eine Scheiße, Digga? Also mit was ficken die alles unseren Kopf? Das kann doch wohl nicht wahr sein. Keinem geringeren als unserem Gesundheitsminister Lauterbach, der jetzt einen nationalen Hitzeschutzplan für Deutschland angekündigt hat. Und zwar schon ab diesem Jahr. Und damit sanfte Grüße, meine Freunde des kritischen Denkens. Sanfte Grüße, mein Freund des kritischen Denkens. Zurück natürlich an der Stelle. Heute im Tanktop am Flexen, der Bruder, ja? So. Da lassen wir uns nicht lumpen. Und ich frage mich manchmal in letzter Zeit, wie unfassbar stark muss eigentlich so dieser Eingrenzungs... Schön Tanktop, Goldkettchen, Digga, Nacken sitzt, Bruder. So wollen wir das doch sehen. Sorry, Digga, hat nichts mit dem Thema zu tun, aber der musste sein. Beschränkungsdrang von Menschen sein, die einige Politiker in sich tragen, dass sie bei egal welcher potenziellen Bedrohung, bei egal welchem Problem, immer als erstes auf die Idee kommen, neue Gesetze zu verankern, die die Freiheit der Bürger zunehmend einschränken. Das ist der Plan, glaube ich, so. Das ist der Plan. Und das will man auf so vielen Ebenen und mit so vielen Themen wie möglich versuchen einfach, damit man halt am Ende des Tages die totale Kontrolle über seine Bevölkerung hat, so. Ja? Da geht es nicht darum, dass man Menschen schützen will. Auch bei Corona schon ging es nicht darum, um Menschen zu schützen. Da geht es einfach darum, zu gucken, wie weit können wir mit den Menschen gehen und diese Grenze immer weiter nach hinten zu schieben. Ganz viele Einschränkungen bringen und dann nur die Hälfte wieder zurücknehmen. Oder auch 80%. Und so kriegst du die irgendwann in die komplette Kontrolle rein und dann haben wir China-Vibes hier in Deutschland. Und ja, Digga, wer das nicht will, der muss sich dagegen aussprechen und der muss dagegen was tun und was sagen. Das ist nämlich extrem wichtig. Genau darum geht es hier. Es geht dabei nicht um eine aktive Förderung irgendwie von mehr Aufklärung über Hitzeschutz, gerade beispielsweise für betroffene Personen, weil das ist ja das Ding in einer sehr unterschiedlichen, mannigfaltigen Demokratie und Demografie vor allem, dass es manche Leute gibt. Mannigfaltige Innenmänner, Alter, Wort ist krass. Zum Beispiel 18, 19 Jahre alt sind, gut durchtrainiert sind
Und es gibt einige andere Leute, zum Beispiel Pflegebedürftige, Leute, die schon etwas älter sind, Leute, die vielleicht auch gesundheitlich nicht mehr so fit sind. Das heißt, hier könnte man vielleicht mal ein bisschen differenzieren und sich überlegen, wie kann ich denn, wenn ich jetzt eine bestimmte Statistik beispielsweise mir anschaue und mir dann sehe, okay, es gibt so und so viel Hitzetodesfälle in Deutschland pro Jahr. Wo treten die zum Beispiel vor allem auf? Ja, wann treten die vor allem auf? Und wen betrifft das denn vor allem? Und das ist natürlich eine spannende Sache, weil ich... Hitzetodesfälle, Digga. Mit was die uns alles unseren Kopf ficken wollen, ne? Das ist so heftig. Das ist so krass. Wie viel Prozent der Bevölkerung sind das denn, die betroffen sind von die sterben, weil zu warm ist, Digi. Und da muss man jetzt die ganze Bevölkerung in Geiselhaft nehmen, oder was? Genauso wie, Bro, da ziehen sich Parallelen, meine lieben Freunde. Und wo war das denn vor 10 Jahren gewesen oder vor 5 Jahren oder vor 4 Jahren oder so? Ich habe mein ganzes Leben lang, seitdem ich in Deutschland geboren wurde, bis ich, wann ist Corona gekommen, 2020, bis ich 30 Jahre alt war, nicht einmal von so einer Scheiße gehört. Also, dass da irgendwelche Maßnahmen getroffen werden, um irgendwie, weil Hitze sterben und bla bla und wir müssen euch einschränken, weil zu warm ist und Klimawandel und Corona und da ist eine Krankheit und wir müssen Masken anziehen. Und diesen ganzen Sachen, die habe ich in den vergangenen 30 Jahren nicht einmal irgendwo gehört. Das ist neu, Digga. Das ist neu. Für mich auf jeden Fall. Ich kann mich auch sehr gut erinnern, bin früher ziemlich viel Halbmarathon, Veloton und all diese ganzen Dinge auch in Berlin habe ich mitgemacht, auch früher bei Tennis spielen und so weiter. Und da gab es immer wieder mal auch Ernstfälle, wo beispielsweise Leute dann wirklich bei so einem Veloton einfach umgekippt sind, weil sie dann zum Beispiel schon ziemlich alt waren. Ja, das kann natürlich passieren, aber wenn du dich auch bei so einer Hitze dann in so einen Marathon stellst, dann ist das natürlich auch eine gewisse Gefahr. Klar. Es kann doch aber nicht sein, dass man jetzt generell öffentliche Veranstaltungen ab einer gewissen Temperatur, und hier ist jetzt zum Beispiel schon die Temperatur von 35 Grad mit erwähnt, einfach sagt, ja, das können wir dann öffentlich per diesem Gesetz einfach dann auch im Ernstfall verbieten. Ey, Digga, ich schwör's dir, ey, Leute, Mann, Digga. Ey, das kannst du dir nicht ausdenken. Da wollen die echt Veranstaltungen verbieten, wenn es mehr als 35 Grad sind? Echt jetzt, Digga? Also keine Eigenverantwortung mehr so. Es werden Entscheidungen für jeden Menschen getroffen so. Wir entscheiden für dich, ob du auf eine Veranstaltung gehen darfst oder nicht. Heute sind 35 Grad, heute bleibst du zu Hause, Digga. Und erstickst in deiner Dachwohnung, Digga. Weißt du, was ich meine? In dem Moment denkt man sich so, war eigentlich die gesamte letzte 2,5-Jahresperiode keine Lehre genug irgendwie? Oder will man das Ganze jetzt irgendwie als Experimentierfeld nutzen für zukünftige Bedrohungen? Und wenn ich mir jetzt das Ganze mal genau anschaue, dann sehe ich auch hier, wie immer mehr versucht wird, eine Art Hysterie und Angst zu machen. Schaut mal hier, wenn ich jetzt zum Beispiel auch auf dieser Webseite bin, es gibt hier nämlich natürlich dafür eine deutsche Allianz Klimawandel und Gesundheit. Nee, ist klar, Bro. Nennt sich Klug. Man kann hier auch natürlich spenden, muss man aber. Digga, es kommt mir vor wie ein Riesen, einfach nur, das ist einfach nur noch lustig. Ja, fehlt ja nur noch das Gesetz, dass man jetzt auch noch hier irgendwie eine Zwangsabgabe oder so weiter hat. Egal, Spaß beiseite, Gesundheitsorganisation fordern. Hitzeschutz bundesweit gesetzlich verankern. Okay. Stellt euch vor, wir leben in einem Land, wo du ab einem bestimmten Gradzahl nicht mehr rausgehen darfst, so. Als Schutz für dich und andere. Also es geht nicht einfach nur um eine Aufklärung, sondern es geht tatsächlich um eine gesetzliche Regelung. Und jetzt schreiben da solche Leute, ich habe mir das mal durchgelesen, wie zum Beispiel Jana Lunz, ja, Präsidiumsmitglied Deutscher Pflegerat, machen wir weiter so wie bisher, werden wir die Klimakatastrophe in vollem Ausmaß erleben und parallel dazu auch eine Gesundheitskatastrophe. Guck mal, wie die uns vorbereiten, ey, wa. Hitzeschutz ist nicht nur Gesundheitsschutz für die Bevölkerung, er ist auch Gesundheitsschutz für Pflegebedürftige und deren Pflegenden. Also überall sehe ich nur noch Schutz. Schutz, Katastrophe, Pandemie, zu Hause bleiben, Maske an, Schutz, Angst, Krieg, Schutz, Angst, Pandemie. So,
Geh sterben am besten, Digga, das macht keinen Sinn mehr hier zu leben. Und dafür müssen jetzt Gesetze her, die eben die Freiheit der Menschen, ja, eingrenzen. Und da, ey, sorry, da platzt mir langsam irgendwie die Hutschnur. Ich meine, so, da platzt ihm die Hutschnur, Digga. Habe ich noch nie gehört, das Sprichwort, aber gibt's das, Digga? Platzt mir die Hutschnur? Ich verstehe auf jeden Fall, was du meinst, Majuster. Hier auf Mallorca haben wir natürlich, was Hitze angeht, einiges mehr jedes Jahr mit zu tun als beispielsweise in Deutschland. Auch wenn es natürlich immer wieder auch sehr heiße Tage in Deutschland gibt, geht es ja immer auch um den Durchschnitt. Und ein Problem beispielsweise hier auf Mallorca, und das gebe ich jetzt hier auch ganz klar als Tipp mit für alle Leute, die hier regelmäßig Urlaub machen, dass der UV-Index hier auf der Insel nämlich häufig sehr viel höher ist als beispielsweise in Deutschland. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt, weil das korreliert nicht immer mit der Temperatur. Es kann also beispielsweise sein, dass ihr im Sommer in Deutschland irgendwo in Köln oder so ins Flugzeug steigt und es bei euch irgendwie 30 Grad schon hat, während es hier noch irgendwie 25, 26 Grad hat, hier aber der UV-Index, was indirekt ja nichts anderes bedeutet als die Stärke der UV-Strahlen, schon höher ist als zum Beispiel in Deutschland. Und das führt dann dazu, dass wenn man eine längere Zeit eben in die Sonne geht, dass man eben sehr schnell einen Sonnenbrand bekommen kann. Ja, das ist zum Beispiel hier in Mexiko noch viel extremer so. Aber das ist halt, das musst du halt dann für dich selbst rausfinden. Da ist doch jeder in seiner eigenen Verantwortung, sich mit UV-Schutzmittel vollzuschmieren, nicht so oft in die Sonne reinzugehen. Da müssen doch jetzt keine politischen Gesetze getroffen werden, damit Menschen vor Hitze oder Sonne geschützt werden. Bro, das wird nur vorgeschoben, um uns weiter einzuschränken. Und natürlich auch andere Dinge wie Sonnenstich und sogar halt ernstere Geschichten. Deswegen, alle Leute, die hier beispielsweise wohnen, die ich kenne, die achten eben auch drauf, dass gerade im Sommer, wenn es heiß wird, man eben nicht nur irgendwie guckt, welche Klamotten ziehe ich an, trinke ich beispielsweise genug und so weiter, sondern man guckt auch, okay, wie ist denn heute der UV-Index, wenn ich jetzt zum Beispiel rausgehe, irgendwie mittags oder so. Und man versucht eigentlich die... Ja, UV-Index und so ist doch. Also für mich persönlich, ich habe keine Angst vor der Sonne, Digga. Für mich ist Sonne live. Temperaturen, also gerade die Mittagszeit, deswegen gibt es ja nicht umsonst auch Siesta hier beispielsweise, ja. Und auch in Italien und in vielen südlichen Ländern, so wie Griechenland, glaube ich, oder so, ja. Wo man dann während dieser Mittagsstunden eher nicht drin ist, ja. Und dann meistens erst abends spät auch zu Abend ist. Aber all diese ganzen Dinge sind nicht gesetzlich geregelt. Ist auch richtig so. Wie wenig Eigenverantwortung will man eigentlich der Bevölkerung noch lassen? Und wie viel sozusagen Experimentierfeld waren eigentlich die letzten 2,5 Jahre, um jetzt zu schauen, wie kann man in Zukunft alle möglichen Bedrohungen immer wieder nutzen als um Menschen einzuschränken. Dafür, um das öffentliche Leben zunehmend einzuschränken, ja? Und das ist der große Plan dahinter. Irgendwie zu sagen, okay, ein Scheißdreck mit unserer Gesundheit zu tun. Es reicht nicht auf, wenn wir die Leute aufklären. Wir müssen jetzt auch noch hier gesetzlich geregelte und von Steuerzahlen subventionierte riesige Kältehallen hier irgendwie. Digga, Kältehallen, das sagt die in Deutschland, Bruder. In Deutschland, wo du, wenn es hochkommt, mal einen Monat am Stück Sonne hast, wenn du alles zusammenrechnest, Digga. So. Den Rest des Jahres wird eh alles zugesprüht, dass da gar keine Sonne mehr durchkommt und die wollen mir jetzt irgendwas von Kältehallen erzählen. Digga, ich bin gerade in der Karibik, hier sind 35 verfickte Grad und 70% Luftfeuchtigkeit, Bro. Hier gibt's keine Kältehallen, hier wird's auch keine Kältehallen geben und die Leute überleben trotzdem. So. What the fuck? Selbst wenn sich das Klima verändert über die nächsten Jahrzehnte, Jahrhunderte, wir Menschen werden uns immer wieder daran anpassen. Immer wieder. Weil wir anpassungsfähig sind, weil Gott uns so kreiert hat. Zuführen. Das ist echt, Bro. Und so weiter und bauen. Also eine Sache sollte man zum Beispiel auch mal gegenrechnen, ne? Und zwar auch die von Kälte bedrohten Menschen, beispielsweise die, die sich im Winter, weil sie Energie sparen müssen, ja, einfach zu Hause die Heizung runterregeln und dadurch viel anfälliger sind für respiratorische Krankheiten und so weiter. Das ist auch ein wichtiges Thema. Aber nochmal, nur weil manche Menschen mehr Schutzbedarf haben als andere, kann ich doch nicht flächendeckend überall einfach immer Gesetze rausknallen, einfach
ohne jeglicher Freiheit der Menschen in irgendeiner Art und Weise einen Wert und einen Preis zu geben. Und dann auch noch zu sagen, ja, unsere Gesundheitssysteme sind eh schon überlastet und unsere Krankenhäuser. Naja, das ist aber nicht die Schuld der Bürger, ja, wenn einfach keine vernünftige Gesundheitspolitik hinbekommen wird und wenn sozusagen die staatliche Versorgung in diesem ganzen System einfach so grottenschlecht ist, ja, dass man dann sagt, naja, die sind so überlastet, dass wir, sorry, jetzt wieder eure Freiheit einschränken möchten. Und das Ganze kann man doch am Ende auch wieder übertreiben, ja. Man könnte ja zum Beispiel auch sagen, pass mal auf, ab einer gewissen Temperatur ist es eine gesetzliche Pflicht, irgendwie Sonnenschutzmittel 100 zu tragen, zusätzlich noch mit einem Sonnenschutzhut und einer Sonnenschutzmaske, ja. Und dann machen wir am besten auch wieder so eine Differenzierung. Dann dann gibt es so ein Gerät, mit dem man messen kann, wie viel UV-Schutz du auf deiner Haut hast. Und wenn du in die Shisha-Bar reingehen willst, dann misst man erstmal, ob du einen UV-Schutz überhaupt drauf hast, Digga. Wenn du keinen UV-Schutz drauf hast, dann darfst du nicht rein, weil dann gefährdest du andere. Veranstalten. Wir können ja zum Beispiel sagen, ja, man muss sich eincremen, ja. Ich frage mich echt, ob es Menschen gibt, ne? Ich frage mich echt, ob es Menschen gibt, die das ernst nehmen noch. Ohne Scheiß jetzt. Und alle Gecremten, die dürfen dann an den Veranstaltungen teilnehmen. Da kann man dann auch wieder so eine App machen, wo man das Ganze so mit so einem Abstrich an der Haut so abprüfen kann, ob es auch wirklich der richtige Sonnencremeschutzfaktor ist. Und die ganzen Ungecremten beispielsweise, die Ungecremten, Digga, dürfen dann natürlich wieder nicht an diesen ganzen Veranstaltungen und so teilnehmen. Das wäre doch auch eine tolle Option. Kann man doch auch als nächstes gleich direkt drüber nachdenken, oder? Digga, das ist so lächerlich, ich schwör's dir. Digga, das kannst du dir nicht ausdenken, ich schwör's dir. Gutes Video, aber ey, Aktien im Kopf, ich küsse deine Zirbeldrüse, mein Jutster. Wie heißt der eigentlich richtig mit Vornamen? I don't know. Liebe geht raus auf jeden Fall. Danke für das Video, war lustig. Ich fand's mehr lustig als alles andere auf jeden Fall. Crazy. YouTube, schreibt eure Gedanken dazu unten in die Kommentare rein, ey, ich kann's nicht. Also, falls es wirklich jemanden da draußen gibt, der dem zustimmen würde oder der sagt so, ja, das sind richtige Maßnahmen, die da getroffen werden, dann schreib bitte auch deine komplette Perspektive mal unten in die Kommentare oder jetzt in den Chat rein. Das würde mich wirklich interessieren, was da für Argumente gebracht werden können, um sowas zu unterstützen an der Stelle, ja. Für mich ist es einfach nur noch, das ist ein Zirkus. Ist ein Zirkus, Bro. Das ist einfach lustig. Mehr ist es nicht. Ich küsse euer Herz, Liebe geht raus. Wir sehen uns im nächsten Video. Peace out.